Martin Pendel hat ein neues Kapitel in seinem Leben aufgeschlagen. Nach 35 Jahren als Techniker in der Privatwirtschaft hat er beschlossen, als Lehrer zu arbeiten. Er unterrichtet nun an der Polytechnischen Schule Graz Mathematik und Elektrotechnik. Und in seiner Freizeit muss auch Martin Pendel lernen, an der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Um dem Lehrermangel entgegenzuwirken, dürfen Quereinsteiger zwar rasch unterrichten, müssen berufsbegleitend aber das fehlende pädagogische und fachdidaktische Wissen nachholen. Der Beginn als Lehrer hier in der Schule, der war im Prinzip aus meiner Sicht recht angenehm, weil ich habe nach bestem Wissen und Gewissen unterrichtet. Erst mit dem Hochschullehrgang habe ich dann gelernt, was mir dann doch an Fachdidaktik, an Pädagogik und an rechtlichen Grundlagen fehlt. Im Hochschullehrgang werden die Spätberufenen für einen zeitgemäßen Unterricht und den Umgang mit den Jugendlichen fit gemacht. 2 Jahre dauert die Ausbildung. Zum Unterrichten gehört sehr viel mehr dazu. Ja, also wie lehre und lerne ich gut? Und immer die Lernenden in den Mittelpunkt zu stellen. Dass es nicht um die Person, um die Lehrperson geht, sondern um die Lernenden und die dabei zu unterstützen, ihr Potenzial zu entfalten. Das, was vielleicht damals, als man selbst in der Schule war, gut funktioniert hat, muss jetzt nicht mehr funktionieren. Wir haben auch gewisse Herausforderungen, Konflikte, Gewalt in den Schulen. Das heißt, gerade auch aus dieser pädagogischen Perspektive ist es zunehmend herausfordernd, sich dem Schulalltag stellen zu können. An der Polytechnischen Schule Graz unterrichten bereits 4 Quereinsteiger. Die Direktorin sieht das Modell Quereinstieg als Gewinn. Was Quereinsteigerinnen mitbringen, ist einfach Erfahrung aus der Arbeitswelt. Und das wirkt einfach authentisch. Und gerade in der Polytechnischen Schule, wo sich die Schüler und Schülerinnen richten sollen und ihren Platz in der Arbeitswelt finden, bringt das einfach sehr viel. Ihren Platz im Klassenzimmer wiederum hat diese ehemalige Managerin gefunden. Man kann sich das im Vorhinein gar nicht vorstellen. Es ist zum Teil viel schöner. Also es gibt so viel Energie auch. Und andererseits auch viel anstrengender, als wie man das vorgestellt hätte. Aber es war ein ganz toller Schritt.